Leonidas, ich habe 53 Stunden mit Devin Larratt überlebt. Devin, mies geiler Typ, das Video gucken wir uns jetzt an. Let's go, Freunde. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ich hier gelandet bin, ich weiß es selbst nicht. Digga, die sind doch alle drauf, Alter. Fabis Coach ist Patrick Thur. Wurde schon geleakt, da warst du nicht im Stream, meine Liebe. Was ich jedoch weiß, ist, dass Devin ein extrem mieser Autofahrer ist. That was totally my fault. Hast du das auf Kamera? Gute Bedingungen also, um sich nachts 4 Stunden von Devin quer durch Kanada fahren zu lassen. Wait a minute. Devin? Ja. Care what you wanna do. Ey, Junge, ey, diese Memes mit dem Opa, immer wo sich einer verletzt hat, die waren früher richtig gut. Oh Gott. Leoni, das hat bestimmt richtig Schiss. Der ist bestimmt wieder auf irgendwelchen Pilzen oder völlig stoned, Alter, und fährt da Auto. Nick, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Is this a rental car? Ja, rental. Additional drivers included? Oh no, it's not. I have to drive. It's me. Sichtlich irritiert stellte ich also fest, dass ich mich hier offensichtlich in einem wahren Überlebenskampf befinde, der mich nicht nur körperlich, sondern auch mental bis an meine Grenzen. Geil, Street Fighter. Bringen soll. Honda. Leute. Digga, der ist doch ganz anders auf Planet Namek. Oh, Leonidas. It's gonna be a long, long day. Das haben wir früher gezockt, richtig. Aber auf der Super Nintendo, Street Fighter. So begab ich mich also. Und danach gab's Tekken. Richtig. So in Devin Larratts Welt und lernte die Geheimnisse des Armwrestlings kennen. What the fuck is wrong with this guy? Oh my god, I'm just gonna go. What? Also, insofern ich es überleben sollte. Ey, Junge, der Typ ist krass. Dem ist alles scheißegal, den Devin, glaube ich. Tja. Ich habe jetzt schon mein Essen vorgekocht für heute. Man könnte fast denken, dir steckt irgendwie noch ein Bodybuilder. Ja, so, wir gehen jetzt gleich los. Nochmal eine Runde Armdrücken mit, ich glaube, irgendeinem Toronto-Team. Das ist irgendein Armwrestling-Verein, der hier ist. Irgend so ein Dulli, den du kurz weghaust. Ja, das ist so die Nummer 1 in Toronto. Also irgend so ein Dulli? Nicht irgend so ein Dulli. Ich wollte gestern schon gegen den drücken. Aber das Problem war, ich war zu fertig. Der Arm hat so wehgetan. Ey, ich hab meinen... Ich verstehe es auch nicht, dass der die ganze Zeit weitermacht, trotz Schmerzen. Arm hat gezittert nach dem Match. Aber heute geht's schon wieder. Also es tut immer noch weh, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie gestern. Ja, wenn wir fertig sind, dann werden wir auf jeden Fall eine kleine Fahrgemeinschaft machen und mit Devin nach Ottawa fahren. 4 Stunden haben wir auf jeden Fall vor uns. Warte mal, du hast wirklich 4 Stunden Autofahrt mit Devin eingeplant. Wieso? Das ist keine gute Idee. Nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Es wird eine sehr lange Autofahrt. Oder du fährst einfach. Ja, nee. Wobei, wenn Devin fährt, ich weiß nicht. Canadian Bronx, ja. Yeah. Also ich hasse sowas, ne, wenn ich... Ich bin voll der schlechte Beifahrer. Also wenn ich merke, derjenige fährt grottenschlecht, da bin ich auch die ganze Zeit so unruhig und will am liebsten selber fahren oder immer irgendwas. So wie meine Mutter, wenn ich fahre. Meine Mutter sowieso, die sagt, die muss immer meckern. Die ist immer der Chef, immer Boss. Die muss immer sagen, hier, pass auf. Obwohl du die Lage komplett unter Kontrolle hast, sie weiß es besser. Aber ist Mama, der kann man das nicht übel nehmen. Aber sobald ich... Ja, deine Mom ist noch schlimmer, Patrizia. Das stimmt. Aber ich bin auch ein schlechter Beifahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur, wenn ich mich unsicher fühle. Guck mal, das ist schon, hat schon wieder einen ganz anderen Flair, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir sind jetzt bei der Location, El Mocambo. Ich muss Devin, warte, ich rufe Devin mal Macambe kurz an und sag ihm, dass wir da sind. Hey, buddy, you here? Yeah. Hey, yeah, we were yeah, there. I'm coming down. It's an not hour of like right-handed arm wrestling. Hey, man. Hey, how you doing? All right? Good. Hey, this is my friend Benoit. Nice to meet you. Leonidas. Also doing arm.
Leonidas. No. He's a good friend of mine. Okay. We've known each other a long time. Did I tell what I'm doing? Yeah, whatever. I'm the drug dealer. Hey, Junge, so geil. Come on in. Wenn der wüsste, dass das Video nach einem Tag 140.000 Aufrufe hätte, hätte das, glaube ich, niemals erwähnt. Ja. Hey. Guck mal, der Greg Allmann war auch schon hier. Geil. Interessante Armerson Backstage-Party hier. Hey, man. How you doing? Gut. Also der Bulgare ist das doch, der jeden besiegt hat, oder? So begrüßen sich Armwrestler also. Feels good. You got stones in your... Junge, der sieht so unscheinbar aus, der Bulgare, ne? And you're 26, yeah. Where are you from? Bulgaria. Bulgaria? Yeah. I heard you live in Germany, right? In Switzerland, I lived like 2 months and a half. Yeah? Yeah. So you can speak German? No. Only some bad words, but... one more time. Your palm is bigger than I expected, actually. I think it's pretty similar, but yeah. This is the thick part. Yeah. Your palm here is thicker, but my fingers are a little. Du, was hat der für Hände, Alter? Maybe we can try the table again. Okay. Yeah? Ja, okay, du hast recht, das ist schon viel. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt am Tisch anfühlt. Guck mal, sein Unterarm ist einfach viel dicker als sein Oberarm. Security in Montenegro? Hä? Welchen Security, Digga? Guck mal, sein Gesicht, einfach keine Emotion, nix. Als ob der gleich einpennen würde. Er steht einfach ganz bequem, gemütlich da. Yeah, it seems like you did it one time before. Ich kann mich tatsächlich an keinen Security erinnern am Strand. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt völlig besoffen, Digi. Wir waren mal 2017 in Montenegro im Urlaub. For sure, yeah, whenever you're ready. I'm right ready. Now. Right freaking now. Heiko ist gerade in Dubai. Wenn er wiederkommt, zocken wir. Ich wüsste, ich hätte gar keinen Bock darauf. Auf diese Sportart, ne? Also einfach Verletzung vorprogrammiert. Regrip, Leonidas, regrip. No. Oh, fuck. You set you up. Oh, it's sticky, it's not moving. Patiently, Leonidas, stand up and breathe. Stand up and breathe. Stand up. Stand up. Oh, Jason. Oh, my. What's that, Jason? Whew. Oh, and then you back out. Oh, that was good. Okay, I will give my... Das Ding ist, der hat ja bereits schon Schmerzen, der Leonidas, ne? I have an extra boost, I will take my shirt off in a minute. Perfect. And good. You too? Okay, if you want. And then... Ja, die Videos, wo die sich dabei was brechen oder so, da... Ich kann's mir nicht angucken. We can do a rematch. Das war hart, Alter. Das war hart. Yeah! Fuck yeah! Yeah! Are you gonna go against Tiny? Yeah, oh, wow. Without shirt. Yeah, without shirt, of course. Can you do the ref shirtless too?
Oh, you don't want to see that. Nobody wants to see that. You already saw that. Yeah. And it didn't look that bad. Listen. I think the guy who looks best without a shirt goes without a shirt, and the rest of us are jealous. Yeah, but I cannot take it off right now. No one sees it. Right? Everybody, place your bets. Place your bets. This is the first of the East versus West matchups we have here today from Germany. Das ist einfach ganz andere Welt da drüben. Leonidas Arcona. Jawohl. Devin ist nicht natural, der ist auf irgendwelchen anderen Substanzen unterwegs, glaub mir. Guys are both fresh. This is their first. They've been tapering, they've been taking time off. Fully peaked. Okay. Leonidas, you are really cheating a lot right now. Oh, no, which I he's learned a lot of which tricks. I admire. You have taught him. It's your turn. It's good. Yeah. Close the thumbs. Close the hands. Go! Nice, Jason. Stay patient. Stay in there. Don't roll out too early. Mit vollstem Körpereinsatz, ne? Stop! Woo! That's one win. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode Willian. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also Rabattcode Willian, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Und warum machst du denn auch noch weiter, Junge? Also ich würde am liebsten einfach gerade so in die Erde so ein Loch schaufeln und mich mit kaltem Sand bedecken. Das tut so weh, ne? Warte, okay, 9 Stunden hat er schon überlebt. 44 weitere Stunden fehlen noch. Oder da braucht er nicht TB500, der braucht TB5000, Alter. Muss noch entwickelt werden, der Scheiß. Hey, we're out, so we're staying right in front of the entrance, I think. You're right in front of the blue parking sign? No. Walk towards the sun. Towards the sun? Okay. Einfach, wie der den beschreibt. Walk, riecht einfach Richtung Sonne. Okay, tell me when you see us. You must see a big... Sieht aus, als ob der in der blauen Tüte so Pfandflaschen hätte, nur so Pfandjäger-Tüte. Big Shadow. Oh yeah. Ja, wir steigen jetzt bei dem bösen Mann ins Auto. Hey, Mister, you called an Uber. Yeah, are you the one? That's me. Okay. Yeah, come on in. Okay. Yeah. Oh, just make yourself at home, guys. Make yourself at home. We'll move your axe to the side. Okay. You got some eggs in here, Devin. Yeah. You know that? I wanted to raid the Airbnb before we left. Oh. Yeah, I don't know whose they are, but they're ours now. Muss ich jetzt leider so hier hinlegen, ne? Funktioniert nicht. Gib's lieber mir mit. Vor allem bei seiner Fahrweise da, wie wir im Vorschau gesehen haben, das ist ein bisschen gefährlich, ne, mit den Eiern. Man kann auch hier über Twitch Nachrichten versenden. Privatnachrichten. Sicher? Nee, lass sie doch da, komm. Switch it, irgendwie. How are you? Fucking good. Yeah, great. Yeah, really good. It's pretty easy once we get on the highway. I think we got a good driver right here. Oh, nothing but the best. Yeah. Perfect. I'll work out tonight, maybe. Oh, yeah. I will do workout with you. Sure. Yeah, it's easy. We'll do that. Tonight, easy. Yeah, all my workouts at home are very easy. Yeah. Yeah. Der soll sich mal ein bisschen regenerieren, der Arme. 3 times a day? Normally still? 3. Yeah. Hey, Neil. Hey, I'm here with Leonidas Arcona. Yeah. So, hey, you know what I've come to realize? Is he better or worse than Larry Wheels? Einfach Konferenz mit 3 anderen Leuten am Steuer. Und da ist noch ein anderer, der ist auch am Steuer, der rechts unten. Der andere sitzt im Streamingzimmer und der andere halt zu Hause. Geil, Alter. Yes, I have. Yeah. Larry's very good. But Leonidas just got 2nd place behind Matt Mask. I'm drinking chocolate. I feel like I'm celebrating my birthday or something. Okay. Yeah.
That was totally my fault. Hast du das auf Kamera? Schön erstmal Schokomilch. Digga, extra den halben Karton weg oder was? Digga, der gönnt sich den Karton. Boah, ich kann mich, ey, jetzt wo ich das sehe, ich habe auch so richtig diesen Geschmack vor Augen, so im Mund. Wisst ihr noch früher Grundschule, man konnte, musste irgendwie 2 Mark bringen oder 50 Pfennig am Tag und dann hat man so einen Kakao bekommen, der kam mit so, in so blauen Kisten, komplett Kakaopäckchen von Tuffy oder wie das hieß. Wisst ihr noch? Ich schwör's euch, Alter, ich kann mich voll dran erinnern. Polen gewinnt 1-0 in Albanien, jawohl. 50 Pfennig oder so, irgendwie sowas. Da gab's in Glas, bei mir gab's nicht in Glas, bei mir gab's in diesem Karton 500 Milliliter. Do you think you could stay hydrated just with chocolate milk? You meet us on the border and we will dust you. Well, not me, Leonidas. Now I'm gonna actually doubly hurt you, boy. I might attach his bicep to his shoulder. Leonidas cannot fuck with me. Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche 140 versucht zu drücken auf der Schrägbank. Ich habe es 11 Mal geschafft und auf der Flachbank schaffe ich mehr als das Doppelte. Start training, that's all. Matt, was haben die ja gesagt über Leonidas? Nochmal. He will dust you. Well, not me, Leonidas. Now I'm gonna actually doubly hurt you, boy. I might attach his bicep to his shoulder. Leonidas. Der sagt einfach, ich mache seine Schulter und sein Bizeps reiße ich ab vom Leonidas. Do not fuck with me. Better start training. Leonidas can't fuck with me, Junge. That's all I gotta say. 6 months, but for $100,000. You wanna do a $100,000 match? Devin, fuck you, man. You settle down, okay? I'll pull you and Jerry on the same day. Not making it about you. Bring your little... Junge, die profilieren sich da richtig übers Arm drücken, ne? Richtige Bauern. Lamb to the fucking slaughter. You just said 6 months, $100,000. Did you say that? Yes, after I get done with... Ey, diese Schokowaffeln von Willis. Willis Schokowaffeln hießen die. Beste überhaupt. 80 Cent bei mir an der Realschule. Dazu für 50 Cent ein Durstlöscher. Das war das Pausenmenü. Das war das Beste, Alter. Ein Durstlöscher, den trinkst du, gefühlt, der wird immer voller. So viel war das damals. Dieser Durstlöscher, der ging nie leer gefühlt. Und diese Schokowaffel. Boah, ich weiß ganz genau, wie die schmeckt, bis heute noch. Die gibt es auch oft an so Snackautomaten. Die gab es auch bei meiner alten Firma im Snackautomaten, die Schokowaffeln. Die waren geil. With your boy. Okay, all right, you pull him for $2,000 and then in 6 months, we pull for $100,000. We will be at your house in 12 hours and that's no bullshit. You're ein $100,000 match? Barking at things that are for your best interest. Is that a yes? You bring him here. After that, we'll deal with me and you, if that's your problem. Der ist doch besoffen, der Typ da unten. Sounds like you're backing out. It's package deal, yes or no? You don't scare me. Okay, so it's on. Bring him here. Yo, we'll come down tomorrow. It's a package deal, take it or leave it. It's a package deal. Take it or leave it. Oh. Mitten auf der Autobahn. Oh God. That's funny. We're not going down there. Well, see, we just left them hanging. So right now they don't know what's going on. You now have a rival in RVJ. I'm sorry to speak for you like that. I got somebody who's gonna really want to pull you. How strong is he? He's good. Oh, he's really good. Yeah, he's good. Der organisiert einfach für den irgendein Match, obwohl er gar keinen Bock drauf hat. Sorry für die Störung, MFG, Devins Anwalt. Devin? Don't pay attention to the way I drive. You got a great car. Doing a short break? Just gas. I used to have one, you may be, oh, come and have a look, I really love your hairdo, yeah. Let's change the seats, I want to drive a little. You don't like my texting and driving? We don't like your texting and driving. It's like, I'm so sorry, bro. I don't want to be personal, but let me drive a little. Hey, come on. Boah, Junge, das wäre auch nichts für mich. I apologize. It's very bad manners of me to drive so. Ist auch jetzt mal Spaß beiseite, ne? Ist auch wirklich sehr, sehr gefährlich, so eine Scheiße. Wait, is this a rental car? Yeah, rental. Additional drivers included? Oh, no, it's not. I have to drive. It's me. It's only me. I'm the only one who can drive this thing.
I'm sorry. Those are the rules. It's all. I'll do better. Okay, I'll put this away. I promise. No, I will drive right now. Was? Ich fahre jetzt, oder? Ja. It's fine, Devin. I will drive. We need a GPS, though. Where do we go? Guck mal, bei dem irgendwelche Herzchen. Der schreibt mit irgendwelchen Chicks. Einfach hier so Emojis, so Herzchen-Emojis. Den juckt das gar nicht. Die fragen den nach dem Navi, der ist voll am Texten. Devin? Yeah, west. You're very good. Einfach Richtung Westen, Alter. Vorhin erklärt er den im Weg. Einfach geh mal Richtung Sonne. Which era are you living? This way, this way, this way, this way. Barnsley, what's the address? The address? Oh, no, no, no. Listen, I can get you there. I get you there. Yeah, yeah. Dude. We go this way. Can you please give us the address? The video will be great. Okay. We go this way, I think. Ah, mein Handy ist alle, ich brauche deins. My phone is empty. Oh, listen, listen. All right, it's gonna be fine. Oh, no, it's not. Yeah, it's not. Yeah, yeah. You like adventures, huh? Man merkt richtig, Leonidas ist abgefuckt. Ich glaube, der hatte da, das war dem, glaube ich, ein bisschen zu viel. Auch wenn er ihn mag, ich glaube, das war ihm ein bisschen zu viel. Yeah. This way. I think so. It's either this way. I just came from the left, guys. Navigation said. Sorry, Devin. This navigation, way? Navigation oh, says this way. Okay, the navigation's probably right. Okay. Oh, really? No. Yeah. No, 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 really? I think so. Oh, yeah, it is this way. Man, wanna, I should listen. You want to arm wrestle me? Freunde, wir pausieren das wieder an der Stelle, weil es wirkt. Das Video geht fast eine Stunde, werden das aber noch in den nächsten Streams, ich denke mal, aufteilen. Machen wir einen Dreiteiler draus, weil wir haben noch viele weitere Videos auf dem Kanal, auf dem Programm heute. Entschuldigung. Also wirklich, das war ein brutales Abenteuer bestimmt für Leonidas. Ich glaube, er war am Ende schon, das war, glaube ich, ein Ticken zu viel für ihn. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.